Joomla mit gegen JavaScript. Das wurde ich von David gefragt, ob ich übernehme. Das war ein Wunschvortrag von irgendjemand. Das ist vielleicht diese wünschende Person hier. Also die Grundaussage vom Vortrag war, es gibt ja MooTools und jQuery und ich habe vorher so ein bisschen gestaltet, so ein bisschen dynamisch, vielleicht Input. Eigentlich die Grundfrage, warum ist MooTools da, warum ist jQuery da, was gibt es für Konflikte und ja, was hat das Publikum für vielleicht Konflikte, Probleme, wo man ein bisschen diskutieren kann. Ich habe so die Basics mal, was für Grundlagen es gibt und ja, schauen wir mal, wo es sich hin entwickelt. Kurz über mich, vielleicht war der vorhin im Vortrag schon drin. Ja, ich bin, mein Projekt ist Joomla Nafu, bin freiberuflicher Programmierer mit MEQ Daily und Wicked Software. Das eine ist eine Business Improvement Plattform basierend auf Joomla und das zweite programmiere ich so nebenher ein paar Erweiterungen. MooTools versus jQuery. Wie ihr wisst, gibt es in Joomla zum einen MooTools, zum anderen jQuery. Die Frage ist natürlich, warum hat Joomla zwei Frameworks drin, die eigentlich von der Funktionalität her fast genau das Gleiche können. Der Grund ist zum einen, dass so Legacy-mäßig MooTools wurde damals mit Joomla 1.0, glaube ich sogar schon, 1.5, war das Framework, für JavaScript-Framework, was genutzt wurde in Joomla. Irgendwann mit Joomla 3.0 kam dann jQuery dazu. Von der Grundfunktionalität her, was ich machen kann, nehmen sich diese zwei Framework nichts. Nur der Ansatz ist ein bisschen anders. MooTools ist so mehr Richtung objektorientierte Programmierung in JavaScript und jQuery ist so diese direkte Programmierung. Ich habe irgendwelche Sachen, die ich machen will, einen Slider und rufe halt die Slider-Funktion auf und es passiert. Der Grund, warum eigentlich dieser Switch von MooTools in 1.5 und 2.5 auf jQuery plötzlich dabei kommt in 3.0, ist Bootstrap. Bootstrap braucht jQuery als Basis-Grund-JavaScript-Framework zum Funktionieren. Und dadurch wurde dann Joomla 3.0 jQuery eingebaut. Der Weg ist jetzt auch mittlerweile, dass langsam die ganzen Funktionalitäten von MooTools auf jQuery umgebaut wurden. Vor kurzem gab es sogar einen Pull-Request, dass MooTools mit 4.0 deprecated ist. Das sprich, ab 4.0 wird es kein MooTools mehr in Joomla geben. Aktuell muss man noch ein bisschen machen. Im Frontend selber gibt es zum Beispiel, wenn man nicht ganz spezielle Funktionen oder Funktionen lädt, gibt es keine MooTools mehr, sondern wird eigentlich hauptsächlich alles mit jQuery gebaut. Die Frage ist erstmal, welche Versionen werden denn genutzt? jQuery, das ist dieser Aufruf, komme ich nachher dazu, wie man das macht, ist 1.12.4. MooTools ist 1.4.5. Wie man sieht, bei beiden jetzt nicht die absolut aktuellste Version. Das hat auch wieder mit diesen Backwards-Kompatibilitätsgründen. Joomla darf ja nicht brechen innerhalb eines Entwicklungszweigs. Das wird wahrscheinlich mit 4.0 wird dann eine neue Version von jQuery kommen. Man weiß es nicht. Man hofft. Die Frage ist natürlich erstmal, habe ich denn überhaupt Probleme mit irgendwelchen Konflikten oder irgendwas? Wie sehe ich denn, ob ich Probleme habe? Das CMS, wo ich da genutzt habe, ist rein zufällig. Und eigentlich jeder neue Browser, den es so gibt, hat eine Entwicklerkonsole. Das ist im IE, ich glaube F12, im Firefox, auf F12, okay. Und im Prinzip, wenn man die aufruft, die Seite neu lädt und es wird rot, dann habt ihr irgendwelche Probleme, irgendwelche Konflikte, die gelöst werden sollen. Oder die ihr vielleicht lösen solltet, wenn ihr es denn wollt und eure Seite nicht mehr geht. Was ist denn so ein Konflikt? Wer ein bisschen JavaScript mit jQuery und mit MooTools gemacht hat, kennt das Dollarzeichen. Das Dollarzeichen ist so ein Platzhalter, mit dem man die ganzen Funktionalitäten von diesem Framework aufrufen kann. Dooferweise nutzen MooTools und jQuery beide dieses Symbol, teilweise so als Quasi-Standard. Das heißt, natürlich kann es noch einmal belegt werden, wenn ich dann beides lade, beides will dieses Symbol nutzen
und ich rufe dann eine jQuery-Funktion auf das Symbol ist damit BootTools belegt, dann gibt es diese Funktion nicht und es bricht. Gibt es aber eine schöne Lösung, jQuery neu Konflikt wird aufgerufen, dadurch nutzt jQuery nicht mehr dieses Dollar-Symbol, sondern das Dollar-Symbol ist dann BootTools und das andere Symbol, das heißt, ist dann nicht mehr jQuery, sondern definitiv BootTools und wenn ich dann jQuery nutzen will, nutze ich einfach Windows ist optional, jQuery als Parameter. Das nächste Problem sind auch Dritterweiterungen, die ihre eigene Version von jQuery mitliefern und dann wilde Sachen mitmachen. Ich habe da vor kurzem ein Lightbox-Skript, wo ich dann wieder entfernt habe, nachdem ich in den Code reingeschaut habe, das solche schöne Sachen gemacht hat. Sprich, ihr eigenes jQuery mal mitgeliefert hat, eine noch ältere Version, die eigentlich da ist, mal mitten im Content ausgegeben hat und geladen hat. Und das ist natürlich performancemäßig auch nicht gut, wenn man fünfmal jQuery lädt, sondern es gibt in Joomla diese eine Funktion. Wenn man jQuery braucht, packt man diese in seinen PHP-Code und handelt Joomla automatisch alles. Das handelt lädt dann jQuery, es ruft dieses No-Konflikt auf. Es ruft so eine Migrationsfunktion auf, um noch ältere Sachen zu unterstützen. Spart Ladezeit. Das nächste Problem, was sein kann, dass jemand darauf setzt, dass dieses Dollar tatsächlich mit jQuery belegt ist. Dieses Document Ready, das ist so eine Funktion, das bedeutet, wenn ich da Code in diese Punkt, Punkt, Punkt reinschreibe, dann wird er erst ausgeführt, wenn das Dokument tatsächlich geladen ist, also die DOM-Struktur. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses Ding jQuery ist und es ist aber MooTools, dann knallt es weg und es gibt eine schöne rote Fehlermeldung. Um das zu verhindern, gibt es sogenannte Closures. Das bedeutet, ich baue so eine Funktion drum, wenn man so ein bisschen programmiert, das heißt, das ist der Funktionsparameter, der übergeben wird, das wird das jQuery-Objekt übergeben und wird damit belegt. Das bedeutet, in dieser Funktion selber ist es $jQuery und außerhalb ist es dann das MooTools. Das heißt dann Closure. Und das ist so eine Lösung, um sowas zu verhindern. Und es gibt auch mal so mehrere Plugins in Extensions Directory, die versuchen, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich, MooTools zu entfernen aus dem Skript, wenn es geladen wird oder wenn irgendwie erkennen, dass fünfmal verschiedene jQuery-Versionen geladen werden, dass diese entfernt werden. Ich habe mal willkürlich eins genommen, dass man mal so einen Ansatz hat, um mal zu testen. Es gibt da Hunderte gefühlt. Kommt ein bisschen immer auf den Fall an, welches funktioniert, welches nicht funktioniert. Müssen wir mal schauen. Also tatsächlich passiert. So, und jetzt lassen wir mal die Basis und jetzt JavaScript-Probleme. Ich habe zwei Fragen. Also die erste Frage war ja dieses, also ist für mich komplett neu. Okay. Dieses MooTools ist einfach nur ein Überbleibsel aus Joomla 1.5 genau. Und 2.5. Aber wieso wird das denn überhaupt noch im 2 vom 3er mitgeführt? Also was folgendermaßen, das MooTools, also damals vor 11 Jahren, war MooTools noch nicht so bekannt wie jQuery, aber war dominanter. Und dann gab es eine Entscheidung, nehmen wir jQuery oder MooTools und wurde sich für MooTools entschieden. Und dann war es halt drin bis 2.5. Und mit 3 wurde halt das jQuery dazu. Das Problem war, wahrscheinlich haben sie es zeitlich nicht gepackt, ist immer noch nicht so, dass alle Funktionalitäten, die mit MooTools damals umgesetzt werden, in diese neue jQuery-Skriptsprache umgeschrieben wurden. Also, und okay. Es gibt jetzt immer noch 3-4 Sachen, wo das nutzen, wo halt einfach MooTools brauchen. Und deswegen ist es noch dabei. Und die zweite Frage ist, ich habe halt wahnsinnig viele durch Extensions doppeltes Laden von dieses genau. jQuery. Und bevor du dieses jQuery Easy gezeigt hattest, genau diese Funktion. Das ist genau, also im Prinzip, ich habe hier eine Kamera. Genau hier. Die Lösung wäre im Prinzip, diese Zeile komplett zu entfernen genau. Und das durch das hier zu ersetzen. Was heißt, das mache ich dann jeweils in der Extension? Nicht genau. Einmal global. Nee. Das ist also auch global setzen, ein Template zum Beispiel, kann man setzen ja. Und dann wird es geladen. Aber wenn man es braucht, also wenn man es fünfmal aufruft, wird es trotzdem nur einmal geladen. Da muss ich kurz einen kleinen Einspruch ja. machen, nicht in der Komponente entfernen, weil wenn ja. die Komponente ein Update macht, muss es wieder entfernen. Aber ja,
du kannst über ein Plugin oder wie auch immer den Document-Header einmal auslesen, was für JavaScript-Dateien drin sind, die rausschmeißen und nur deine, die du benutzt, behalten dein jQuery und du kannst auch so umändern, dass jQuery immer an erster Stelle steht. Also ich würde ein System-Plugin nehmen, der einmal den Document-Header ausliest, die JavaScript-Dateien, die musst du dir einmal aufschreiben, die da eingebunden werden, den Pfad, und dann kannst du die rausschmeißen und dann lädst du nur noch am Schluss deine JavaScript, deine jQuery, die du haben möchtest, entweder die von Joomla, und kannst die dann auch so ordnen, dass die mal als erstes geladen wird. Ja. Über Unzipped gehen die raus. Gehen aber auch Plugins dafür, er gibt auch fertige Plugins. Ich habe völlig recht. Also was fies an dem Ding ist, das ist ein Content-Plugin, wo irgendwas ersetzen kann, hier reinpackt und das macht hier ein Echo mitten im Content rein. Das ist ja Inline-Code, das ist natürlich genau, und das, sehr hässlich. Das ist ziemlich hässlich. Und dann haben sie hinterher, das Dokument war genau aus dem gleichen Plugin wieder. Ja, dann ist das auch ein Problem war dann, wenn man das jetzt in Header macht, dann wird es ja, ist dieses Dollar halt nicht mehr definiert, weil der Joomla dieses No-Konflikt macht. Und wenn dann der Entwickler dieses Dollar-Dokument macht, dann gibt es den nächsten Fehler. Aber wäre es dann nicht auch sinnvoll, mal die Entwickler einfach auch anzuschreiben und denen zu sagen, dass sie scheiße machen? Also ich meine, ich mache das häufiger, weil es mich ankotzt, also nicht in dem Fall, aber in anderen Sachen. Wie soll das vernünftig in den Document-Header reinpacken, oder ist alles safe? Ja, aber das muss man denen auch mal, also nicht jeder denkt dran oder macht es, und dann könnte man ja auch anderen helfen. Ja. Könnte auch sein, dass ich es extra runtergepackt habe, weil mit S-Doc kann man es nicht sortieren und wenn es dann vorher lädt, dann wird die alte Library geladen. Genau, wahrscheinlich. Also das ist auf alle Fälle. Also ich habe das Ding dann halt komplett rausgeworfen, alles. Habe es dann mit dem Joomla-Zeugs alles in Header geladen. Ja, normal musst du ja mit AdScript. Genau, das habe ich dann auch. AdScript und ganz Späßchen. Und dann ging es irgendwann, aber es ist halt. Du könntest natürlich auch mit On-After-Root den ganzen HTML-Body und damit den regulären Ausdruck nach Joomla alle was tun. Das ist natürlich auch sowas, ist natürlich auch sehr schön. Warum lädt man leid 20 Sekunden? Ja. Weiß jemand, ob es ein No-Conflict-Pendant für Motuls gibt? Ist das nicht bekannt? Weiß das jemand? Jedenfalls nicht. Die Marktreichweite ist ein No-Conflict-Modul. Ich habe das Gefühl, die 3, sind glaube ich noch 3,8% oder so Marktanteil von Motuls, das ist natürlich schon was sein. Wie gesagt, kannst du da rausschneiden. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht. Schaut. Also ich habe es mal. Wie sich jetzt. Ja. Wir haben bei uns in unserem Projekt, also auf fast jeder Seite, lädt der eine Caption oder so. Kann mir jemand sagen, wo das herkommt? Wie ich das wegkriege? Das ist ein Kurs, das kommt aus dem Port. J-Caption meinst du, ne? Genau. Könnte sein. Content. Das ist von ComContent, um. Kannst du auch erzählen. ist aus dem ComContent, ich glaube, für diese. Wenn man Caption beim Image oder sowas ist, wenn man mit dem Mausohr rübergeht oder was, dass es dann angezeigt wird. Wenn es der Witz ist, dann kannst du da Bilder reinladen, dann gibt es so eine Caption dran. Ja, genau. Kann man theoretisch bei HTML machen. Das wird dann per JavaScript, wird ja HTML gebaut und ist dran ins Bild gepackt. Ja. Würde ich, also ja, ich mache mal einen Allright. Da reingeladen wird, wenn Allright machen. Guck dir mal die Präsentation an, die ich heute über Templates gemacht habe. Da habe ich genau einen Skript drin, der genau das rausschmeißt. Mit Template Allright, ne? Genau. Gut. Ich könnte auch mal jemand einen Pull-Request machen und das sauber. Jetzt? Jetzt. Das würde wieder, weil das automatisch vorkommt. Würde ja wieder einiges brechen, wenn das hier irgendwann benutzt. Deswegen kannst du kein Pull-Request machen. Das ist genau das gleiche wie mit U-Tools, warum das noch drin ist. Nicht vor. Weil vielleicht irgendeiner in 3.1 das noch drin hatte und die Version dann noch läuft. Genau. Wir hatten vorhin gesehen beim Nachlesen, dass der Versionsknopf, ne, das ist globale Layout, wenn man das verwenden würde in seiner eigenen Extensions, ne, bei Artikeln beispielsweise vom Content aus der Version und das Pop-up, die Lightbox drauf geht. Die globale Joomla Core Layout-Datei hat noch ein Motuls-Laden drin und Heather und Isis laden ein eigenes Layout-File, das das überschreibt. Also die laden jQuery, aber global würde Motuls geladen werden. Ja. Also ich habe gesagt, da waren 15 Mal
es gibt einen Aufruf für Motools, damit Motools geladen werden. Und da war glaube 15 Mal noch die Joomla drin. Im Backend wird Motools immer geladen. Zumindest wenn man einen Beitrag editiert, kann man mal testen. Da wird Motools dann immer geladen. Und im Frontend ist, wenn man nichts Wildes macht, kein Motools dabei. Aber editieren auch. Okay, dann fängt es ja wieder an. Fragen beantworten? Wer hat die Frage überhaupt gestellt? Ihr. Eine kleine Seite. Also zusammenfassend heißt es, man muss eigentlich alles durchgucken, was man halt genau an Extensions drin hat und gucken, woher der Fehler kommt. Genau. Also weil wir haben zum Beispiel in unseren Templates immer diesen bescheuerten Fehler drin. An unserem Template liegt es nicht, nur an den Aufrufen. Ne? Mhm. Zumindest an den Sachen, die ich im Template mache. Also, ich sag mal, eine halbe Lösung wäre natürlich, dass man nach jedem Aufruf ein eigenes neues jQuery kommt, dieses neue Konflikt wieder aufruft, damit sich das wieder zurücksetzt. Aber das nächste Problem ist ja hier, ab dem Moment, wo das geladen wird, dann hat man ja in diesem jQuery-Objekt nicht mal die neueste Version, die Joomla hat, sondern man hat dann diese Version plötzlich drin. Das heißt, wenn dann irgendein Modul später vielleicht das gleiche nimmt und es von einer anderen Version ausgeht, gibt es wieder Probleme. Es gibt einige Extensions, die haben sonst Schalter in den Optionen, die sagen, vorhandene Version nutzen oder die eigene Version nutzen, aber sind nicht viele. Ne? Gibt es auch welche, wo man einstellen kann, ob nur Konflikt oder nicht? Genau. Also wenn sie eine eigene einbinden, dann ist meistens nur Konflikt dabei, dass du da hängen. Du kannst es manchmal beides unabhängig voneinander. Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist auch sowieso eigentlich nur, dass man ein JavaScript lädt. Mhm. Alles minimiert, alles hintereinander drin ist und alles andere schmeißen wir noch raus. Das ist das Beste. Aber es müsste eigentlich auch, es muss doch reichen, wenn man eine JavaScript-Datei lädt. Das Problem ist ja an der ganzen Geschichte, dass ja die Komponente, die du benutzt, ja nicht weiß, was für ein Template du benutzt, ob da JavaScript geladen wird, also die Query geladen wird. Und viele Komponentenentwickler sagen sich dann einfach, okay, meine Komponente muss laufen, also lade ich einfach jQuery. Ja, das ist der Grund. Das ist der Grund der ganzen Geschichte, warum die solche Geschichten noch. Sie wissen halt nicht, dass man es richtig laden könnte durch die PHP-Befehl. Weil deswegen haben wir dieses Bootstraps drin und mit Bootstraps wird dann sowieso jQuery noch mitgeladen. Genau. Das ist schon der Freude. Aber es fängt bei jedem Slider-Plugin an oder bei einer Autocomplete-Function. Ja, das ist aber du kannst ja, wenn du es richtig machst, ja auch sagen, irgendwas mit if define jQuery bla bla bla, dann lade das. Und mit nur load, gibt es so eine Funktion, dass du nur dein JavaScript lädst, wenn. Kommt dann jQuery, nee, also kommt jQuery oder und dann lade. Ja. Hm. Also JavaScript gibt halt die schöne Funktion, wenn man eine Variable hat, und dann oder hin dran macht, dann wird es nicht durchgepasst, sondern wird einfach entweder das erste zurückgegeben oder das zweite ausgeführt. Sprich, wenn das jQuery schon da ist, man hat dann diesen Ladenbefehl und dann wird einfach der Ladebefehl ignoriert. Achso. Von der ganzen Library. Der Ladebefehl, wie ist das mit dem Ohr? Das war natürlich. Ladefunktion dann vielleicht von Google
die API oder irgend sowas. Also du schreibst eine Funktion lade, wo du das normalerweise drin lädst und du prüfst halt mit Window, jQuery, ob das defined ist. Und wenn nicht, ruf die Funktion lade auf, wo du dann jQuery. Weil es halt natürlich wieder alles so Krücken sind, wenn man alles PHP-Ding und dann ist er da. Den das ein bisschen von. Am besten wäre es ja, ich glaube, das hat damals Lucim oder sowas gemacht. Die haben in gApplication eine Variable geschrieben, ob jQuery schon mal geladen worden ist. Und wenn sich alle daran halten würden, um zu gucken, ob Joomla das schon lädt, und erst wenn das nicht geladen worden ist, ihre laden und das definieren, dann hätten wir das ganze Problem. Dass man es über PHP überprüft. Ja, das sagt ein bisschen durcheinander. Wie bitte? Das sagt ein bisschen durcheinander mit diesem, weil wenn jeder reinlädt und keiner prüft irgendwas. Ja, brauche ich nicht prüfen. Ja. Die Funktion selber prüft es, also die sagt selber, bin ich schon mal geladen worden? Dann springen wir da raus. Ja, okay. Von den Extensions. Ja, wenn du jetzt, sag ich mal, die Joomla, jQuery benutzen willst, die 1.12.4er, ja, dann ja. Wenn du deine eigene benutzen willst, sieht es schon wieder anders aus. Es sei denn, du kannst Parameter übergeben in der Funktion. Okay. Aber das ist ja in Joomla nicht so vorgesehen, wenn du. Da könnte man Pull Request schreiben. Ja. Also aus dem Stegreif noch was erzählen zu der Versionierungsgeschichte, was du mit den XML-Dateien genommen hast, vielleicht? Kannst du das auch erzählen? Die Versionierungsthematik, die du immer benutzt mit deinen XML-Dateien, das korrekte Einbinden oder Best Practice Einbinden von JavaScript-Dateien vielleicht? Also, das ist ein bisschen unabhängig davon, es gibt seit ein paar Versionen, es gibt immer dieses, was Elisa erwähnt hat, AddScript-Funktion, also das macht man JFactoryGetDocumentAddScript. Dann kann man, ich weiß gar nicht, was deine Frage jetzt gerade war, bei XML oder was? Will ich erklären. Damit kann man dann einen Dateipfad angeben, eine JavaScript-Datei, die werden automatisch in Header von Joomla gepackt. Und es gibt jetzt seit, ich weiß nicht genau wie viele Versionen, das heißt AddScript Version. Und da kann man dann Versionsstring dran packen, um zu sagen, okay, meine Extension lädt dann ihr eigenes JavaScript mit. Und ich gebe dann eine Version mit und wenn ich dann die Extension update, dann packe ich halt eine neue Versionsnummer hin und dadurch bekommt dieser Hash hinten dran, also diese Datei bekommt einen Hash hinten dran, der sich dann immer ändert. Und ich glaube, was du meinst, war, dass man, meinst du jetzt? Das Caching beispielsweise. Also genau, das ist dann fürs Caching gut. Ja. Aber man muss halt die Versionsnummer explizit angeben. Es gibt halt die Add-Version auch. Die wird immer nur erst dann gesetzt, wenn man Joomla updatet. Genau. Und dann wird ein neuer Timestamp gesetzt oder wie auch immer. Man kann, es gibt ja Apps, wie er eben gerade schon gesagt hat, AddScript oder AddScript Version. Und wenn man dann nur seinen Pfad angibt, dann wird automatisch ein String oder was weiß ich hinten rangehängt, ein Timestamp. Und das ist halt immer nur der im Core abgedatet wird, wenn also Joomla sich selber updatet. Genau. Und deswegen sollte man, wie du das auch schon gesagt hast, also in der Versionsnummer. Man hat halt idealerweise dann XML eine Version drin, die sich aktualisiert, da kann man diese Version mal laden, mitgeben. Also ein Template mache ich das gern, Template-Details, gibt es ja immer die Version vom Template und dann lade ich die raus. Dann gebe ich alle Skripte, die ich mit dem Template lade, diese Version mit. Und wenn ich dann Update mache, dann brauche ich nicht meinen Code anfassen, ich mache einfach die XML eins höher und bekomme die alle einen neuen Code. Ja, also macht da auch noch was anderes, und zwar habe ich das öfters mal das. Man im Entwicklungsprozess ist, man ändert irgendwas, hat jetzt nicht irgendwie die Version in der XML angepasst, sondern hat einfach die Datei geändert, dann prüfe ich, bevor ich das einscanne, ob den Timestamp von der Datei und hänge den hinten ran. Weil dann öfters hat man ja beim Kunden, ich sehe das jetzt nicht, ihre Änderung, die Farbe hat sich nicht geändert oder was weiß ich, weil er aus dem Cache lädt. Und halt so M-Time, M-File-Time oder sowas heißt das, glaube ich, da kann man halt die letzte Änderungsdaten von der Datei ablesen und den hashe ich einfach und hänge den hinten ran und dann hat man das Problem nicht mehr. Weil er dann immer automatisch die aktuellste Datei bekommt. Das Schöne ist auch, das geht bei Template nur eingeschränkt, aber bei Komponenten lädt man ja meistens aus dem Media-Ordner. Also man hat die Komponente, packt irgendwelche JavaScript in den Media-Ordner. Und da kann man eine, ich glaube die heißt MD5, was ist das? Hash oder Name oder sowas. Muss jetzt mal schauen. MD5, und da kann man Hash reinpacken und Joomla erkennt die Datei und lädt dann diesen Hash raus. Also die Datei hängt den dran. Das heißt, wenn sich irgendwas ändert, dann muss ich einfach in dieser Datei einen neuen Hash reinpacken und meine ganzen JavaScripts aktualisieren sich aus dem Cache. Aber jetzt wieder die Einschränkung, nicht wenn man es wieder vorhin nutzt, sondern wenn man die sauberen JHTML-Skript-Befehle nutzt. Dann erkennt es schon automatisch.
gibt, glaube ich, auch mal irgendeine Funktion, womit man JavaScript-Einbindung überschreiben kann, ne? Das wird irgendwie... Du kannst HTML-Zeugs überschreiben. Ja, genau, das meine ich. Ich weiß den Aufruf leider nicht mehr, aber das wird in vielen JForm-Fields genommen. Okay. Ich glaube, in dem Image-Form wird das eingebunden, da kann man das auch überschreiben. Oder? Du kannst dich die ganzen Links, das ist zum Beispiel, jetzt kommen wir weg von JavaScript, aber es gibt da zum Beispiel die JHTML-Link-Funktionalität. Leider nutzt es Joomla nicht oft, aber darüber kann man Links generieren. Und die Idee wäre, wenn jeder diese Funktion nutzen würde, einen Link generiert. Und ich will zum Beispiel all meine Links nofollow machen, dann muss ich nur diese eine Funktion überschreiben und dann plötzlich alles nofollow. Oder ich kann allen Links eine eigene Klasse geben, indem ich sowas überschreibe. Aber macht nicht mal der Core. Also. Nee. Du müsstest ja auch eigentlich ja per Plugin-Loader überschreiben, die Klasse. Genau. Was natürlich auch update-mäßig nicht ganz so schön ist. Also ich habe zum Beispiel, habe ich jetzt genutzt, ich habe wieder Bootstrap 2 geladen und Joomla und ich wollte Bootstrap 4 nutzen. Und da gibt es im Bootstrap auch über die JHTML die ganzen JavaScripts geladen. Dann habe ich ein Plugin geschrieben, was das ganze JHTML von Bootstrap, die ganzen Plugin-Dinger, die ganzen JavaScript-Aufrufe alle überschreibt und mein eigenes. Und ich weiß nicht, geht es jetzt zu weit oder so. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon drin ist. In 3.6.2 sind wir jetzt gerade. Oder ob es jetzt demnächst erst kommt, ein Pull-Request, wo das Laden vereinfacht werden sollte anhand eines JSON-Objekts. Ne? Kann sich das jemand, hat das jemand gelesen? Wie gesagt, die ist gerade hoch. Das Laden von jQuery bzw. JavaScript-Dateien und CSS-Dateien anhand einer JSON-Datei. Gab es gerade einen Pull-Request? Habe ich noch nicht auf dem Zettel im Moment. Kann man, findet man bei Google auf jeden Fall. Das heißt, wenn man 15, 20 JavaScript-Dateien hat, warum auch immer man das haben sollte, kann man in dieser JSON-Datei einpacken, ein JavaScript-Aufruf machen und ja, dann die ganzen Files. Ach, dann kombiniert die zusammen. Dann kombiniert die, beziehungsweise du musst nicht 20 einzelne Zeilen haben, oder hast auch dieses JSON-Objekt, was du übergibst. Aber geil wäre es ja combined und dann machst du ein Plugin, gehst deine Seite durch, hast eine CSS, also eine Textdatei, die, wenn immer ein neues JavaScript kommt, abgleicht und das ranfügt und dann in deinem Template musst du die CSS. Doppelter Checker, wie rauswirft. Ja, genau. Ja, sowas habe ich sowieso schon mal überlegt. Ich habe so ein optimales Plugin, das nennt sich Clean Head. Da kannst du solche Geschichten halt machen. Und da war ich echt im Glück, ob man so einen Debug-Modus mal anschaltet und dann halt, wenn der an ist und seine Seite durchgeht, dass man alle geladenen Sachen, die in einem Document hätten, oder stehen, in eine Textdatei geschrieben werden. Und dann könnte man daraus sowas machen, das wäre echt ganz cool. Ja. Das ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Wie macht es diese JCH-Komponente? Oh, die ist. JCH, das also, ja, die Performance-Optimize. Genau. Die macht es aber ähnlich, die rendert die komplett. Ja, die rendert komplett alles, haut alle Leerzeichen daraus, kannst ja x-beliebig. Du kannst ja auch schön die Seite mit zerschießen. Genau, also die nimmt da gerade. Deswegen passiert die Wahl, bis alles fertig ist. Ist ein Code, ist ein Joomla verfügbar, ein Check-Document und dann lädt sich der Code und packt die ganzen Performance-Optimierungen drauf. Was ich nicht so, glaube ich, schick finde an dem Ding ist sogar, das hatten wir nämlich eben gerade on after root. Der packt, glaube ich, auch alle Tabulatoren raus, die in dem. Normalerweise hast du immer einen schön gestylten HTML-Code, wenn du den anguckst. Genau. Wenn du die anschmeißt, schmeißt du dir alles raus. Alle Leerzeichen, die zwischen Text und sowas liegen. Also du hast alles klar wegen Ladezeiten und sowas. Die Kommentare, ne? Und so alles raus. Ja, genau. Für die Live-Seite finde ich das ganz toll. Ja. Dafür, dass es. Benutzt du, glaube ich, hast du nicht hier frische Blablabla-Dienst? Genau, ich habe das drin, ja. Auf Facebook, ja, genau, ich habe es gesehen, als du die eingereicht hast, habe ich mir die angeguckt. Ich glaube, das ist das Einzige, was man so sieht an Flaggen. Weil es zufällig ist, echt? Oder, ich meine, ja, wenn das ganze Ding, ob ich jetzt. Ja, würde ja jedes Mal, das weiß ich leider nicht. Wenn ich 10 Kilobyte dadurch spare, ich glaube, das tatsächlich schneller ist, als wenn das Ding durchgerendert ist. Das ist nämlich auch der ganze Punkt, das nicht einsetzen. Ja. Also was ich da... Genau, weil das Ding, das muss ja, das geht ja durch, guckt in wahrscheinlich on after root, zieht sich das den Body, genau. Geht da durch, räumt das auf, überschreibt den und dann gibt Joomla den aus. Und dieser Prozess, diese Bearbeitung, ja, lass das ein paar Millisekunden oder was es sich dauern, je nachdem wie die Performance vom Rechner ist, aber ob das so viel nutzen... Ja, der cache ist auch. Cache, ja. Okay. Also die werden nur einmal beim ersten Aufruf, da kann man auch einlegen, wie lang die Cache-Zeit ist und so, dann werden die in diesen
Ja, es gibt ein spezielles Ordner-Plugin und dort werden die Dateien abgelegt und dann werden auch nicht mehr neu beim nächsten Aufruf geladen. Und das ist ganz praktisch. Ja, aber wie du schon gesagt hast, also ich würde immer schön die Webentwicklerkonsole anschmeißen. Da kann man dann auch schön sortieren, nach was gerade geladen wird. Also in Chrome zum Beispiel schmeißt man sich die Entwicklerkonsole an, drückt auf Network und dann sagt man, zeigt mir bitte alle Requests an vom Typen JavaScript, guckt sich das durch, welche da geladen wird auf seinen Seiten, notiert sich das und dann schmeißt man den raus. Also die meisten Entwickler, die da so unsauber machen, die haben sehr eben ihre eigene Komponente irgendwo rumfahren. Nicht sauber im Media-Ding. So findet man es recht schnell. Hat hier jemand einen Richtwert, was die Ladezeit oder die Geschwindigkeit der Performance betrifft, wenn man das wirklich bis ins Letzte optimiert, so eine First-Byte-Zahl oder so? Das. Ja, David hat ja in der Schweiz mal einen Vortrag drüber gehalten, da kannst du ja, ach, da geht's los mit CDN und hast du nicht gesehen, da kannst du optimieren, bis der Arzt kommt. Da muss man gucken, hier, Performance-Tweaking von Frank Delmenthal. Der hat so ein paar Vorträge da gemacht. Kann man auch nicht pauschal eben sagen, was da. Ja, also aber er hat es irgendwie auf 200 Millisekunden runterbekommen. Ja, das haben wir auch ohne komplett jegliche Optimierung beim selbstgestellten Tablet. Deswegen würde mich mal interessieren, wie weit man das runterkriegt, wenn man jetzt völlig übertreibt und das Maximum rausholen will. Weil also 180 oder 200 haben wir auch schon hingekriegt, ohne selbst im Modus drin, dass man JQuery trotzdem bleibt. Was die First Byte der nächsten JavaScript tun, ist halt. Nein, aber generell, was du an Sachen liest. Also Plugins. Ja. Da musst du schön Debug-Modus, Startbank, da gibt es dann auch Index setzen und da kann man sich ja tot optimieren. Das wurde auch ohne Klick gemacht. Vielen Dank. Habe ich irgendwelche Fragen? Wo haben wir denn? 20 nach 5. Drüber haben sie schon mal geklatscht. Also. Das ist vielleicht ein bisschen off-topic. Von dem, wenn man die ganzen, was ich oft sehe, oder dass die JavaScript-Dateien alle eben auch mit dem JCH zusammengefasst werden. Und wisst ihr, wie das aussieht mit Copyright? Und zwar nimmt der die raus. Ne? Und wir haben selber uns lange recherchiert gehabt und unser Anwalt hat uns eben dazu geraten gehabt, dass wir praktisch oben einen Link reinpacken mit einem extra Verweis zu einer Lizenzdatei und da dann die ganzen Copyrights aufvermerken, weil die dürfen eigentlich nicht entfernt werden. Genau, das stimmt. Und diese Plugins packen die Dateien alle zusammen und schmeißen das natürlich auch mit raus. Das wäre eigentlich dann. Aber. Nein, das ist ein bisschen dazu was. Also, das ist jetzt recht Ding, aber es gibt Minifier, die solche Kommentare nicht rauswerfen. Und wenn sie es rauswerfen, extra vermerken, wäre es gültig? Also wenn du sowas machst wie deine Webseite zum Beispiel, wo du völlig eine Kontrolle hast und entwickelst, dann würde ich empfehlen, sowas alles mit Gibe oder Grunt oder Boa oder sowas machen, alles lokal, dass du da völlig deine Kontrolle hast, alles minimierst, wie du es selber haben möchtest und dann fertig die Datei hochladen. Dann hast du den JCE, brauchst du nicht und du machst das alles vorher. So mache ich das immer im Tablet im Entwicklungsprozess. Ja, das wäre auch die Idee. Ja. Der OCR ist ganz gut, weil wir haben viel verteilt, viele Komponenten extra verteilt. Und das ist einfach genial, wenn man lädt das hoch und dann schaut bei den einen und fertig ist die ganze Sache. Man hat die Dateien alles sauber da in der Entwicklungsumgebung und auf der Live-Seite ist alles komprimiert und sauber zusammengepackt. Und als Lösung halt dann, ob es jetzt wirklich gängig ist, wir haben da nichts gefunden dazu, eben die Lizenzen dann extra vermerkt. Ich kenne so viele Dienstleister, die das nicht machen. Das wäre ja schon wieder schön. Unterlassungsklage, dass wir eine. Ja, klar, wenn der Rechtsanwalt das dir rät, das zu machen. Und das für eine Kundenwebseite oder was du nicht machst. Dann solltest du das so machen. Ist klar. Ist ja egal, wenn du jetzt sagst, Lizenzen an da und dann hast du da einen Verweis auf eine Textdatei, die bei dir auf dem Server liegt, wo alle Copyrights drin sind oder so. Ist ja alles safe. Du kannst ja auch sozusagen, wenn du es vorher minimierst, hängst du einfach den Präfix min hinten dran. Hast deine minimierte Datei und oben setzt du die ohne Min rein und
wenn jemand sich das angucken will, dann soll er sich halt die große Datei angucken, wo alle Copyrights drin sind. Genau, die haben wir auch extra dabei. Dann ist doch. Wäre jetzt so mein Lösungsvorschlag. Ich war grundsätzlich vorher minimieren und nicht zu Laufzeit-Plugins nutzen oder so. Ne? Also ja, jedes Plugin, weil wenn du es wirklich auf die Spitze treiben willst, keine Plugins. Man kann das Plugin aktivieren und dann sich den Code rauskopieren. Wir haben uns ja auch mit alles rausgehauen. Das Einzige ist halt, JCE macht halt den HTML-Code noch schon hübsch. Ne? Aber diese paar Leerzeichen oder was ist nicht, das ist. Dann lieber irgendwie noch mit dem Cache und mit Server-Performance, SSD-Server und APC-Cache und PHP 7.10, da kannst du nochmal richtig was rausholen. Dann, wenn du dann eben noch, keine Ahnung, international mit CDNs, damit sie nicht irgendwie aus den USA die JavaScript hier aus Deutschland irgendwie. Unter Wasser kamen. Genau. Aber da kann man mal beim Bierchen abends. Ich glaube, ja, cool.